Das Leben des Propheten. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt: Wahrlich, ihr habt an dem Propheten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allahs häufig gedenkt. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah ohne Teilhaber gibt. Ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Allah ehrt den Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, mit vielen Vorzügen und Eigenschaften. Er erschuf ihn in bester Weise und gab ihm den edelsten Charakter. So bezeichnet ihn Allah mit folgenden Worten: Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, wurde mit vielen Besonderheiten ausgezeichnet, die ihn von anderen Menschen unterscheiden, ganz abgesehen von seiner hohen Stellung als Prophet, die die höchste aller Stellungen darstellt. Wir wollen in den folgenden Zeilen einige der Vorzüge des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, anführen. Er, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, ist Allahs naher Freund. Es wurde überliefert, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Ich sage mich von jedem Freund und dessen Freundschaft los. Und wenn ich einen neuen Freund genommen hätte, so wäre es Abu Bakr, möge Allah mit ihm zufrieden sein gewesen. Euer Gefährte, der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, ist der nahe Freund Allahs. Diesen Vorzug hat neben dem Propheten, Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen, nur der Prophet Abraham, Frieden sei auf ihm. Er möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, ist Bringer froher Botschaft und Warner. Es wurde berichtet, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, eines Tages das Totengebet für jemanden verrichtete und danach auf sein Podest stieg und sprach: Ich eile euch voraus und bin Zeuge für euch. Bei Allah, ich blicke gerade auf mein Wasserbecken und mir wurden die Schlüssel zu den Schätzen der Erde gegeben oder die Schlüssel der Erde. Und bei Allah, ich fürchte nicht, dass ihr nach mir Allahs etwas beigesellt. Vielmehr fürchte ich, dass ihr um sie wetteifert. Er möge ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, steht den Gläubigen näher als sie sich selbst. Allah, der Erhabene, sagt: Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst. Es wurde überliefert: Wenn der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sie zu einer Sache aufrief und sie selbst einer anderen Sache nachgehen wollten, müssten sie dem Aufruf und der Forderung des Propheten, Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen, Folge leisten und ihre persönlichen Vorhaben hinten anstellen. Sie mussten ihm über sie sich selbst hinweg gehorchen und den Gehorsam ihm gegenüber vor ihre persönlichen Neigungen stellen. Er möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, ist der Führer unter den Söhnen Adams. Von Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wird überrichtet, dass er sagte: Wir waren mit dem Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, eingeladen. Ihm wurde eine Hammelkeule gereicht und sie gefiel ihm. Er aß ein Stück davon und sagte: Ich bin der Führer der Menschen am Tag des Gerichts. Er, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, ist der Bewahrer seiner Gemeinschaft. So heißt es in einem authentischen Hadith: Die Sterne sind die Bewahrer des Himmels. Wenn die Sterne gehen, so geschieht mit dem Himmel, was ihm angedroht wurde. Und ich bin der Bewahrer meiner Gefährten. Wenn ich gehe, trifft meine Gefährten, was ihnen angedroht wurde. Und meine Gefährten sind die Bewahrer meiner Gemeinschaft. Wenn sie gehen, dann wird sie das treffen, was ihnen angedroht wurde. Ihr Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, ist der Erste, den die Erde freigeben wird und der Erste, der Fürsprache einlegen wird.
Es wurde berichtet, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, ich bin der Führer der Söhne Adams am Tag des Gerichts. Der Erste, der aus dem Grab herauskommen wird, der Erste, der um Einlegen der Fürsprache bittet und der Erste, dessen Fürsprache erhöht wird. Er möge Allah ihn in Ehrenhaltung und ihm Wohlergehen schenken, ist Inhaber lobenswerter Stellung. Von Ibn Omar möge Allah mit ihm, mit beiden zufrieden sein, wird überliefert. Die Menschen werden am Tag des Gerichts auf ihren Knie sein. Jede Gemeinschaft folgt ihrem Propheten. Sie werden sagen, du so und so, leg Fürsprache für uns ein. Bis die Bitte um Fürsprache zum Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, gelangt. An jenem Tag wird ihn Allah zu einer lebenswerten Stellung erwecken. Dies waren einige Vorzüge des edlen Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, unseres großartigen Gesandten, der von Allah als Siegel der Propheten auserwählt und als Barmherzigkeit für alle Welten entsandt wurde. Wir bitten Allah, dass er uns mit ihm vereint und uns nicht seine Fürsprache vorenthält, am Tag, da weder Besitz noch Söhne nützen. Es sei denn, wer zu Allah mit reinem Herzen kommt. Wer einen Blick auf die Geschichte des Gesandten Muhammad, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, werft, wird feststellen, dass er die Ehefrau bevorzugte und ihr besondere Aufmerksamkeit und ihrer Würde entsprechende Zueignung schenkte. Man findet in seinem alltäglichen Leben viele wundervolle Beispiele. Er ist der Erste, der sie aufheitert, ihre Tränen zurückhält, ihre Gefühle beachtet, sich nicht über ihre Aussagen lustig macht, sich ihre Beschwerden anhört und sie tröstet. Es werden wohl viele mit mir übereinstimmen, dass es vielen andere neue Bücher, die sich mit dem Eheleben beschäftigen, an richtigen Beispielen fehlt. Vielmehr ist es nur bloße Theorie. Die meisten auf dem Markt befindlichen Bücher in diesem Bereich sind nicht in der Lage, das zu erreichen, was der Prophet der Barmherzigkeit, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, erreicht hat. Hier also einige wundervolle Beispiele. Das Essen und Trinken aus einem Becher, wie aus dem folgenden Hadith hervorgeht. Ich trank und reichte ihn, dem Becher, dem Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen. Da setzte er seinen Mund an die Stelle, von der ich zuvor getrunken hatte. Ich gab ihm einen Hähnchenschenkel und er aß von der Stelle, von der ich zuvor gegessen hatte. Von Aisha. Das sich anlehnen an die Ehefrau nach folgender Aussage Aishas. Der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, legte sich in meinem Schoß, während ich meine Monatsblutung hatte. Der nächtliche Spaziergang mit der Ehefrau. Der Prophet pflegte in der Nacht mit seiner Ehefrau spazieren zu gehen und sich mit ihr zu unterhalten. Unterstützung bei ihrer Hausarbeit. Aisha wurde danach gefragt, was der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, zu Hause machte. Sie sagte, er stand im Dienst seiner Familie. Das Beschenken ihrer Freundin. Der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, bepflegte, wenn er ein Schaf schlachtete, zu sagen, bringt dem Freunden Khadijas etwas davon. Das Loben der Ehefrau gemäß seiner Aussage, der Vorzug Aishas den anderen Frauen gegenüber ist wie der Vorzug des Sarid, ein sehr beliebtes Beduinengericht aus eingeweihtem Brot, Fleisch und Brühe gegenüber den anderen Speisen. Sich freuen, wenn sie sich mit ihren Freundinnen trifft. Aisha sagte, meine Freundinnen bepflegten
mich zu besuchen. Allerdings blieben sie aufgrund des Gesandten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, zurück. Doch er schickte sie zu mir. Er verkündete seine Liebe gegenüber seinen Frauen. Der Prophet sagte über Khadijas: Mir wurde ihre Liebe beschert. Ihre guten Eigenschaften beachten, wie der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte: Kein Gläubiger verabscheut eine Gläubige, wenn er eine ihrer Eigenschaften hasst, so gefällt ihm doch eine andere. Wenn man eine Frau sieht, soll man mit seiner Frau verkehren, um das, was in seinem Inneren ist, zu hemmen. Wenn einer von euch eine Frau sieht, soll er mit seiner Frau verkehren, denn das hemmt, was in seinem Inneren ist. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah und Teilhaber gibt. Ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Brüder im Islam, der Gesandte Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte: Speise, wenn du isst, und trinke, wenn du trinkst. Ihr Vertrauen schenken, der Gesandte Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, verbot es, dass der Mann nachts bei seiner Familie anklopft, damit er sie nicht erschreckt. Und ihr verbot es, nach ihren Fehlern zu suchen. Die Gerechtigkeit unter seinen Frauen. Wer zwei Frauen hat und die eine der anderen zu ihrem Nachteil bevorzugt, wird am jüngsten Tag mit einer seiner beiden Körperhälften schräg ankommen. Seine Frau jederzeit besuchen. Es wurde überliefert, dass er sagte: Er, der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, pflegte sowohl tags wie auch nachts in einer Stunde seiner Runde bei seinen Frauen zu machen. Seine Frau nicht während der Monatsblutung meinen. Es wurde berichtet, dass Maimuna sagte, er kam zu seinen Frauen über die Kleidung, während sie ihre Monatsblutung hatten. Seine Frau auf die Reisen mitnehmen. Der Gesandte Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, pflegte, wenn er verreisen wollte, unter seinen Frauen auszulosen. Diejenige, die dann das Los gezogen hatte, verreiste mit ihm. Mit seiner Frau wird eifern. Von Aisha wird überliefert, der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte zu mir: Komm, wir laufen um die Wette. Da lief ich mit ihm um die Wette und ich überholte ihn. Später einmal, als ich an Gewicht zugenommen hatte, forderte er mich zum Wettlauf heraus und holte mich ein. Da lachte er und sagte: Dieses Mal ist die Revanche für damals. Ihr einen Spitznamen geben. Von Aisha wird berichtet, dass sie sagte: O Allahs Gesandter, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken. Alle Frauen haben einen Spitznamen, nur ich nicht. Da gab er ihr den Spitznamen Abdullah. Und Allah weiß es am besten.